Grüß Gott beieinander. Mein Name ist Max Greiner, ich bin erster Vorsitzender von Brunner Nationalpark Freiau und Grafenau. Was mich an unserem Nationalpark insbesondere fasziniert, das ist die Vielfalt, sowohl an der Landschaft und auch in der Natur. Wenn ich unterwegs bin, auf Wanderschaft im Nationalpark, mir wird es da nie langweilig. Man entdeckt immer wieder was Neues und ist oft überrascht von dem, was man einfach sieht. Insbesondere da jetzt, wo wir stehen im Reschbachtal, wo sich ja mittlerweile der Biber angesiedelt hat, kann man immer wieder neue Landschaften entdecken und genießen. Wo man vielleicht trockenen Fußes hingekommen ist, kommt man auf einmal auf einen kleinen See hin, weil sich der Biber wieder einen kleinen Damm gebaut hat. Und die Landschaft verändert sich, kann man sagen, von Woche zu Woche. Ich finde das faszinierend. Oder wenn ich unterwegs bin, meinetwegen wieder eine Tour mache, die ich schon längere Zeit nicht mehr gemacht habe, dann bin ich oft erstaunt, wie sich die Natur verändert. Ausblicke, die man vielleicht einmal gehabt hat, die sind nicht mehr da, sind schon wieder zugewachsen. Es tun sich wieder andere Ausblicke auf. Auf einmal findet man wieder was blüht. Man ist oft überrascht von der ganzen Sache. Im Nationalpark, wo auf mehr als 20.000 Hektar Wildnis entsteht, finde ich faszinierend. Die Idee finde ich faszinierend und was mich besonders begeistert, dass ich das miterleben kann, diese Entwicklung. Brunner Nationalpark gratuliert unserem Nationalpark zu seinem 50-jährigen Jubiläum und wir wünschen uns, dass sich der Nationalpark die nächsten 50 Jahre genauso dynamisch weiterentwickelt zu einer echten Waldwildnis.